Hier sind wir. Okay, so sieht unsere Karte. Versuche mich, muss mich orientieren. Ich bin ja. Und Tag 20. Ich sehe noch Loading Screen. Ich bin gleich da. Wir sind so kurz vor Winter. Dass das Loading Screen Bild alle Charaktere enthält, die wir bislang gespielt haben bei mir. Ja, ne? Komisch. Oh, you joined the game. Hallo, ich lebe wieder. Ach ja, ich habe ja festgestellt, eigentlich bin ich ja ein Deutscher. Ja, von daher. Stimmt, das ist ja ein deutscher Charakter. Du kannst nicht sprechen, wie du willst. Ja. Ich habe meinen Bart vergessen. Ich wollte mir noch einen Bart holen. Ja, das hole ich nach. Nächstes Mal einfach. Next time. Okay, das ist die Caprotogluma-Blume, die dann auch irgendwann vergammelt und sonst hat er gerade irgendwie so viele Dinge zu tun. Ach, aber das kann nicht alles gewesen sein. Ich hatte doch mehr. Essen. Da unten ist unsere Bienenhonig-Dingsbums-Farm. Da sind auch unsere Bienen. Ich glaube, ich habe durch den letzten Tod ziemlich viel verloren. Das ist nicht so. Die Frage ist, wo bist du gestorben? Besser. Also, wo bist du gestorben und hast du deine Sachen wieder gekriegt? Ich bin direkt am Portal gestorben. Habe mich ja wiederbelebt. Und ja, mein Rucksack ist nicht da. Oh. Den hat man mitgenommen. Oh. Okay. Ja, es ist ja kein Problem. Oh, weil wir sind so gut, bei uns ist das egal. Wir kriegen das schon hin. Also wir haben notfalls alle Ressourcen, ich buddel mal Holz aus. Ja, wir, genau. Wir stehen kurz vor dem Winter, kurz vor dem Drama, vor der Hölle, vor dem Leid, vor der Zerstörung. Okay, gut, das kriegen wir schon hin. Ist das super, dass ich jetzt meinen Rucksack verloren habe. Ideal. Ja. Besser geht's gar nicht. Top-Voraussetzung. Ich glaube, das Witzige ist, ich müsste echt, glaube ich, die Wiederholung von unserer letzten Folge ansehen, um nochmal zu verifizieren, ob ich wirklich dort gestorben bin. Da liegt ein Toter. Also ich quasi. Aber ich bin ja, auch da ich gestorben. Bin mir auch nicht sicher. Du bist da gestorben, weil du dich da wiederbelebt hast und es war Nacht, also bist du gleich dort gestorben. Das bedeutet, deine Sachen müssen aber woanders liegen, weil du bist ja vorher woanders gestorben. Oh, Scheibenkleister. Kannst du auf der Karte irgendwas entdecken oder so? Manchmal sieht genau, man ja Teile von sich. Das ist eine gute Idee. Ich sehe erstmal meinen Kopf. Das Teile von Kopf. Sich rumliegen. Okay, das sind unsere Maschinchen. Wir müssen uns für den Winter vorbereiten. Ich gucke, was ich uns machen kann. Ich falle in Bienenminen. Das ist jetzt gerade keine Option. Ich brauche hier die Two-Strops. Ich brauche ganz viel Stroh. Warte. Ah, Stroh, vertippst du noch einmal. Ja, die hätten. Wo waren denn diese komischen Geckos da? Die waren ganz da oben, um die zu erschrecken, war. In der Wüste waren die Mistviecher. Mann, da muss ich bis ganz da hoch laufen, um an die ganze Graspupu zu kommen und so. Ich weiß es wieder. Auch schade, dass ich mir keinen Marker setzen kann. Aber ich weiß, wo ich gestorben bin. Alles klar, ich bin auf dem Nichtweg. Ich begebe mich lieber erstmal zum Lager. Ich gehe da morgen hin. Ja, es ist. Weil es ist kurz vor Winter und das ist doof. Ja, hier musst du dir dann einen Hitzestein abholen und so und dann ist gut. Ja, besser ist. Dann habe ich hoffentlich wieder mein ganzes Equipment mit dabei. Kann ich da irgendwas Besseres machen, wenn ich hier nur Monsterfleisch und Honig mache? Ich versuche gerade halt so ein paar Rezepte. Beefalos. Ich probiere das. Ein Stück Scheiße. Danke. Scheiße. Ich habe mich noch nie so sehr darüber gefreut, dass ein Stück Scheiße am Wegesrand liegt, wie jetzt. Das Spiel bringt einem neue Denkweisen bei. Völlig neue Perspektiven. Yes. Scheiße. Geil, noch mehr Kacke. Hallo. Oh, was hast du denn hier? Ach, das ist ein Blitzableiter. Ja, das ist ein Blitzableiter. Oh nein, ich habe Monster-Lasagne gemacht, das wollte ich nicht. Ich glaube, das war nicht gut für den... Egal, ich habe jetzt... das war Nahrung und es ist gut für den Magen und... Oh, da drüben ist noch Dings. Wäre auch toll, wenn wir ganz viel vergammelte Nahrung übrig hätten, weil damit kann man halt auch düngen. Hey, man kann gar nicht mit normaler Scheiße hier. Die sind schon gedüngt. Du musst die komischen Zacken, die kaputte Büsche düngen. Ja, aber die da, war. Da. Was? Die, ach so. da. Düng das. Düng das.
Da. Es dünkt mir, die Kacke wirkt. Mich dünkt, das riecht nach Kot. Dünger. Wir haben kein. Oh, Scheibenkleister. Wir haben kein Feuer gerade. Ja, ich mach gerade. Warte, ich hab. Kohle. Dann nehmen wir mal die Hälfte. Sowas hier. Und, okay. Was brauche ich dafür nochmal? Ein Stick. Stick. Da haben wir noch ein Netz. Ich brauche noch mehr. Es kommt jetzt erstmal. Ich sortiere mal so wieder ein bisschen, weil sonst kriege ich hier die Krise. Aktuell. Vorsicht, dunkel. Was kommt und dunkel ist. Hallo. Diese scheiß Fledermäuse immer bei uns. Hi. Hey, ich habe überlebt. So, warte mal. Wir haben schon einen Topf. Hast du in dem Topf schon was drin? Nee, noch nicht. Schön. Ich mach mal ein bisschen Essen für uns. Ich mach mal das hier mit dem hier. Kombiniere jenes mit diesem. Ja, das ist mir ein vorzügliches Mal. So schmeckt es. Die Kombination, in welcher Reihenfolge ich das da reinpacke, ist aber egal wahrscheinlich. Das ist egal. Ja, ich habe mir ein paar Rezepte rausgesucht, aber dafür muss ich erstmal ein paar Sachen zusammensammeln. Man kann auch ziemlich leckere Dinge aus. Mir war kalt. Schon? Echt? Mir war fucking kalt. Mir es war ist 39 kalt. Grad Celsius. Achso, am Feuer, ja. Egal. Ja, aber ich war gerade bei Null und da sind mir meine Zähne. Ja, warte, es ist ziemlich realistisch. Eigentlich ist es gerade noch Herbst, aber schon 0 Grad. Es ist so wie aktuell der Sommer. So. Der Sommer ist voll kacki. Vor allen Dingen ist das hier in dem Spiel immer unterschiedlich. Manchmal ist der Herbstanfang auch schon total hart, manchmal nicht, habe ich das Gefühl. Und oh, lecker essen, dankeschön. Und dann hast du einen Winteranfang, der ist total mild, weil die ersten 2 Tage nicht so viel passiert und dann manchmal gibt es gleich Schneesturm am ersten Tag und du so, okay. Ja, Scheiße. Genau. Ripp. Hast du aber noch wir Holz haben in der Mützen. Tasche? Wir haben, ich weiß, ich kann noch ein bisschen. Hast du Holz in der Tasche? Oh, your belly is empty. Warte mal, was war denn nochmal die geheime Zutat, damit wir die maximale Gesundheit wieder hochkriegen? Ich meine, du hast da kein Problem mit, aber ich bin aktuell bei einem Cap von 50, ja. Und das ist so. Zwar ist das bei Survival und da brauchst du. Ja, bei Survival. Und da müssen wir halt jetzt mal gucken, dass wir die ganzen Beeren und alles, was wir in der Umgebung so finden, sammeln, weil du brauchst verrottetes Essen, 8 Stück und 2 Nitro und einen so einen Stachel, den die Bienen von sich geben. Das kriegen wir schon hin, da können wir ein bisschen was zusammenfarmen. Aber ich habe jetzt auch erstmal auf der Agenda Gras zu sammeln, damit ich uns Fallen machen kann, damit wir gegen diesen Dude bestehen können, der dann da in 10 Tagen kommt. Warte mal, welches meinst du? Hä? Was brauchst du davon? Du gehst zu Survival und da ist so eine Spritze, nennt sich Booster Shot. So. Pelzmütze liegt übrigens in der ersten Truhe von links, ganz unten in der Ecke. Gute Pelzmütze ist schön warm. Ich hole jetzt Achso, wahrscheinlich hier da oben irgendwo. Da ist es jetzt wahrscheinlich mit dabei. Genau, da wo die Schlaufe ist, das ist Survival. Ja, ja, aber das hatte ich sonst nicht. Also ich muss schon hier hinten stehen, sonst sehe ich das nicht. Stimmt. Ich bin ja eine Bibliothekarin. Ich sehe ganz viele Rezepte. Du bist ja die klüger als ich. Ich bin bloß ein doofes Muskelmann. Es tut mir leid. Wenn du zu den Büffeln gehst, die haben gerade aktuell, die sind gerade geil. Ich würde nicht in die Nähe gehen. Die sind dann ein bisschen aggressiv, wenn die so auf. Okay, ich lasse mich nicht von den Büffeln bumsen. Alles klar, gute Anweise. Vielen Dank. Vergiss deinen Stein nicht, vergiss deine Mütze nicht. Die Mütze hole ich mir gerade, aber ich muss jetzt erstmal da hinten hin. Ich versuche die Stachel. Ach, das war nördlich von uns. Sehr gut. Ja, also das meiste habe ich ja, aber es ist irgendwo in meinem Rucksack. So, und ich bin jetzt gerade okay. Ja, du musst herausfinden, wo du gestorben bist. Habe ich, hat er, alles gut. Ich, Aber allein dieses Geräusch von diesem Wind geht mir jetzt schon auf den Senkel. Ich habe jetzt schon keinen Bock auf Herbst und Winter. Ich kite gerade ein paar Bienen durch die Gegend, um diese Stacheln zu organisieren. Okay. Das ist nicht so einfach. Nimm die jetzt. Fang die doch. So kompliziert ist das nicht. Es. Scheint doch. Nein, nicht da lang. Okay. Pinguine springen aus einer Tanne. Natürlich.
Anders habe ich vier Stück, nicht. Das ist gut. Da kriege ich, also ich habe auf jeden Fall schon mal vier Stacheln. Damit kriegen wir deine Gesundheit auf Maximum, weil ich schätze mal, da brauchen wir nur zwei. Krass! Oh mein Gott! Ja, yeah, unbelievable. It's grass. It's aggressive. It's aggressive. 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 Hey, ihr könnt mich alle mal. Blöde Viecher, nein, leck mich an den Poppes. Irgendwo hier muss mein Rucksack sein. Da sind die No Ideas. Herzlich ja, die willkommen. Nicht hauen. Man hat mir gesagt, das ist nicht gut, wenn man eins davon umhaut, dann kommt so ein böser Dude und haut eins. Das also ja, das ist ja meistens so in dem Spiel. Pack nichts an, weil sonst kommt irgendetwas Mama-artiges, was dich dafür bestraft. Und man soll nicht so viele passive Kreaturen töten, weil sonst kommt Krampus und ruiniert einem das Lager und klaut einem alles. Krampus, das ist voll das Popoloch. Echt jetzt? Ja, und was ich aber entdeckt habe beim privaten Spiel von Don't Starve, man kann halt die Kaninchen auch in den Fallen lassen, irgendwann verhungern die, sterben und dann hat man auch Fleisch. Und man ist nicht getötet. Na super, das ist natürlich die bessere Version davon. Ich find's furchtbar, ich find's besser, sie zu hauen, aber auch mit der anderen Version kommt Krampus und... Ich weiß doch auch nicht. Lieber verhungern. Okay. Es geht ja hier um unser Überleben. Okay. Ja, okay, wir müssen uns... Ja, darum ja. Was ist mit den Spinnen los? Warum sehen die so unglücklich aus? Warum sehen Spinnen unglücklich aus? Hm. Ich weiß nicht, die gucken nicht so zufrieden gerade. Oh, die Armen. Und dieses Spider-Spinner. Das ist voll ausgewachsen. Vielleicht haben sie den letzten Spider-Man-Film gesehen und fanden sie nicht so gut. Hast du dir den angeguckt? Nein, ich meide mittlerweile. Also ich glaube, nach dem 15. oder war es doch der 28. Neuverfilmung von Spider-Man hatte ich irgendwie keine Lust mehr. Aber kann ich gar nicht verstehen, komisch. Obwohl, eigentlich, ich würde schon gerne noch mal wieder sehen, wie Batmans Eltern sterben. So, das ist eine Story, die wurde mir einfach zu selten erzählt. Ja, war schon immer wieder schön. Was ich doch immer wieder gerne angeguckt. Und komisch, dass Batman auch jedes Mal so anders aussah und anders klang. Ja. Master Bruce. Ah nein, alles gut. Falsche Rolle. Schön. Ich sammle gerade Zeug wie nichts Gutes. Da drüben ist schon Eis. Oh Mann, wir müssen auch mal so blöd. Ah! Pinguine! Alter! Mann, du stehst da an der Ecke, dann spring dich an! Was wollte ich anmerken? Also wir müssen so blöde Gears unbedingt mal finden. Also so hier diese Dudes, die da geben. Diese Gears halt. Wie heißt das auf Deutsch? Zahnräder. Batmans Familie fliegt gerade eine Angriffsformation auf Chester. Und Chester ist das so ziemlich fuck egal. Das sieht so geil aus. Holy shit. Die fliegen so in seinem Hexagon einfach um ihn drum herum und abwechselnd attackieren sie ihn. Er steht da immer wie so ein treu-dober Hund. Ja, toll, danke. Super. Ja, haut mich nicht, ist mir egal. Oh mein, es wird gleich dunkel. Und wir müssen unbedingt mal in der Höhle, auch noch vorher. Ich bleibe einfach mal hier stehen, ignoriere, was die da mit Chester machen und freue mich, dass sie mich nicht angreifen. Danke, Chester, du bist der Beste. Kann ich hier noch irgendwo hin, wo ich dann nebenbei wenigstens looten kann? Nee, ich mache mir jetzt ein Feuerchen und chille hier. Also nicht chillen, sondern ich wärme mich theoretisch. Chill. Ach Gott, im Himmel, hat da die Klappe, wie hieß er nochmal? Irgendwas! Danko. Erstmal was zu essen. Mach mal hell. Danke. Und nein, ich fange schon an, blöd zu werden. Ich setze mich jetzt hier ins Lagerfeuer. Das ist nicht gut. Ich stehe am Lagerfeuer, sing das Lagerfeuerlied. Das L-A-G-E-F-E-R-U-E-R-L-E-L-I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 -E-
Mit Interprets wie, oh mein Gott, wir werden verrecken. Scheiße, die Schweine stehen vor der Tür. Und dem neuen Hit. Genau so. Entertainment. Richtig.